Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 20. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe ein wenig die Jugendmannschaft ein bisschen aufgeräumt. Ja, die möchte ich gerne behalten. Mentoren soweit alles eingestellt, außer den Hinkelmann. Weil da leider niemand zur Verfügung steht. Nicht. Und Trainingsziele habe ich auch angepasst. So. Dann geht's genau hier so weiter. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe nochmal geguckt, ob der. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Putzen. Ja, der hat wie noch immer diesen Bug, weil wie man es nimmt. Ja, alles auf 61. Das war ja beim anderen Spielstand auch so. Den habe ich im Trainingsziel schon ein bisschen was eingestellt. Den möchte ich gerne auf rechte Mittelverteidigung schicken. Mittelverteidigung, ist klar, rechte Mittelfeld. So. Und Oboku möchte ich gerne linke Mittelfeld haben. Genau. So, das mache ich jetzt noch mit euch zusammen. Ja, Training habe ich auch schon eingestellt. Das sollte eigentlich so passen. Dribbling wäre auch nicht schlecht. So, dann haben wir das auch geregelt. Ja, jetzt machen wir schön die erste Woche. Gucken, werden mal gucken, was ansteht. Einmal Sponsorentag, Tag der Jugend, Fanclub-Treffen, Probetraining und dann zum ersten Freundschaftsspiel gegen FC Schalke 04. Ja, die Musik sollte man jetzt im Hintergrund auch hören. Bei der letzten Folge war das ja ein bisschen extrem leise. Aber ich hoffe, jetzt müsste es einigermaßen gehen. So, dann gehen wir rein in die Woche. Ich freue mich. So. Wir werden viel rotieren. Aber wir werden nicht absteigen. Wir werden aufsteigen. Apropos, unser Saisonziel ist Relegationsplatz. Von daher, wir werden nicht absteigen. Ist klar. Wir werden erreichen. Ja, bin ich auch der Meinung. Ja, los. Rotieren. Nee, wer schlecht spielt, ist draußen. So einfach ist das. Brauchen wir gar nicht darüber reden. Ich werde dem Verein treu bleiben, egal was passiert. So. Haben wir das auch durchgeführt. Sonntag ist fertig. Das ist schön. Tag der Jugend. Mal gucken, was wir da für die Jugendspieler Jan, Ache bekommen werden. Und zwar 1,5 Sterne, 29 Sturm. Nee, Jung. Nee, danke. Nein. Puls. Ja, gut. Fällst ein paar Tage aus, du gießt ja eh. Von daher ist das alles in Ordnung. Sponsorentag ist durchgeführt. Alle schauen optimistisch in die Saison. Ja, ich auch. Ich auch. So, Fanclub-Treffen. Geht direkt hier weiter. So, und Probetraining. So, wir machen das alles ein bisschen schneller. Kennen wir ja alles schon. Wir werden alles auf 30 einstellen. Wir werden erstmal langsam anfangen mit einem neuen kleines Lauftraining. Ah, ja doch, 30 Minuten passt schon. Ja, ich möchte gerne schon mit 40 anfangen. Keine halbe Sachen hier. Und los geht's. Mal gucken, wie viel
Ausscheiden. Fast alle. 92 scheiden aus. Das ist ja mal heftig. Kann man 1-1 machen. Ich mache aber nur 20 Minuten. Mal ein bisschen 28. Das bleibt dabei. Passübung. Ja, es soll auch mindestens 40 sein. Wenn nicht sogar mehr. Mal 44. 0. Das war's. Das war ja eine Nullrunde. Okay. Vielleicht doch ein bisschen. Oh, Breyer, Pedersen. Sind verletzt. Das gegen Schalke. Umbanummen. Dann bin ich mal gespannt, wie wir gegen Schalke spielen. So, da wird sich ja mal jemand freuen. So, ich, ja, Grüße gehen raus an denjenigen. Der weiß schon bestimmt, wen ich meine. Ja. So, ja, Torwart, keine Frage, Kolke. Oboku möchte ich gerne auf linken Mittelfeld haben. Ich möchte ich gerne. Oh, jetzt müssen wir mal überlegen. Einer davon kann DM machen. Genau, Riebel, ne? Riebel. Kann. Zur Not dahin. Butzen kommt dahin. Denn Altschwede ist verletzt. Das ist doof. Das ist jetzt doof. Muss doch Butzen. 61, muss doch Butzen. Eine Etage nach unten. Ich habe gerade jetzt nie aufgepasst. Du warst das, ne? Genau. Ganz. Die sind beide eher offensiv. Ne? Lass ich die beiden auch offensiv. So, dann fehlen noch Innenverteidiger, eine Menge. So. Bilo, kannst du zur Not Sette machen? Ja. Ich weiß bloß nicht, ob das was bringt, wenn ich dich jetzt sag Sette. Dann kann ich nebenbei hier auch noch ein bisschen einpassen. Anpassen, meinte ich. Ausdauer. Ja, Robustheit hört sich nicht schlecht an. Und Zweikämpfe. Ah, brauche ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. So. Hildebrand nehme ich mit. Adam. Sven. Meinetwegen. Und Julian. Julian. Und im Sturm möchte ich den John haben. Marco, darfst auf dem Bank dich hinsetzen. Möchte ich ein. Von mir aus. Ein Vollmann und ein Verteidiger wäre nicht schlecht noch. Jetzt habe ich mich irgendwie vertan gerade, kann das sein? Ja. Siebold, du komm mal dahin. Wen habe ich denn jetzt rausgezwitscht?
Stück. Ich glaube, ich lasse mir die Öststück mal an. Fesseln wir ran an 37. Maison. Und Ebene. Kriegen wir alles hin. Bülow geht nach vorne. Die beiden gehauen nach vorne. Gut, so machen wir das. Reine Taktik. Das switchen wir mal weg. Das machen wir einmal Details. Das gehen wir einmal auf. Gehen auf 100. Ja, geht nicht ganz, ne? Geht nicht ganz. Doch jetzt. So, ich möchte gerne auf. Ja. 60-60. Das war einmal erreicht ein gutes Verhältnis. Dann möchte ich gerne hier ein bisschen. Wir pressen früh. Ich weiß gar nicht, wie unsere Abseitsfalle gerade auf welche Stufe ist. Ja. Nee, wir lassen so. Ja, lass dich aber bitte. Ich möchte keinen Sturmtank haben. Möchte gerne flach alles haben. Flach alles haben. Wir gehen durch die Mitte. Ne, wir gehen durch die Mitte. Das hört sich schon mal gut an. So. Denn. Ich möchte, dass sie hier keine Vorstöße macht. Ja, Flanken, also habt ihr ja eh nichts zu tun. Da könnt ihr ruhig auf 60. Ja, eigentlich auf 80. Und so soll es eng. Das speichern wir mal. IV. SPA, mach mal. Nee, verkehrte IV. Wie viel IV habe ich denn hier drin? Guck mal das. Das gefällt mir lieber. IV. Jetzt fällt mir bloß ein. Ich möchte gerne, dass ihr hinten bleibt. Ich glaube, ihr bleibt automatisch schon hinten, ne? So. Also, Öztürk kann nach vorne. Butzen, du kannst nach vorne. Ich möchte gerne, dass du so bleibst. Aggressivität, kreativ, so passt das. Vorstöße sind das auch ein bisschen nach vorne. Machen wir erstmal. Na gut, dann lasse ich es so. Macht das Sinn? Macht keinen Sinn, ne? Komm. Eng, nein. Ich möchte schon, dass du dass du nach vorne gehst. Das ist schon richtig. Vorher stehst du so. Aggressiv rangehst. Und dass du. Ich weiß, ich kann das alles jetzt ohne euch machen, aber ich möchte gerne, dass ihr dabei seid. Neider hat das gleiche Spiel auch. Das mal hinsetzen. Mein Knackstuhl ist auch wieder dabei. So, Opoku. Ich möchte gerne, dass du Vorstöße oft machst. Ab nach vorne mit dir. Das passt schon alles so, wie es ist. Ab nach vorne. So. Ich möchte gerne. Was ist ZZM? Und weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Steil gehen, ne. Das
eigentlich egal, ne? Ist eigentlich total schnumpe. So, Vorwerk, du kannst steil gehen. Ne, behalten. Macht keinen Sinn. Steil gehen ist okay. Aber ihr sollt nach vorne rennen, ne? Ich möchte gerne, dass ihr ab nach vorne rennt. Bülow auch ab nach vorne. Ne, bist du schon 60. Und Riebel mache ich auf 40. So wird ein Shoot aus. So, dann speichere ich mir das mal. Ah, ne, noch nicht. Lauf. So. Bleibt eher hinten. So ist es in Ordnung. Team wir gleich. Neidhardt. Bewacht Schiff. Ah, wir kriegen eh eins auf den Deckel. Das ist gar keine Frage. So. 4, 5, 1. Nenne ich das. 4, 5, 1, Rostock. Habe ich das jetzt abgespeichert? Ja, habe ich. Gut. Dann geht's rein ins Spiel. 3D-Image. Ja, ja, ja. Passt. Los geht's. Ich bin gespannt. Kämpfen. Wir werden. Vermeidet ein Debakel hier. Kämpft um jeden Ball. Ich möchte Einsatz sehen heute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Morgen gibt's wieder eine Folge. Und. Ja, geplant ist jeden Tag eine Folge. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ah, das werde ich schon hinkriegen. Irgendwie. So. Und dann würde ich demnächst auch noch einen anderen Let's Play starten. Worauf ich auch jetzt mega Bock habe. Ich warte jetzt, bis eine neue Alpha rauskommt. Müsste die nächsten Tage kommen. So. Schalke gegen Rostock in einem Freundschaftsspiel. Ich habe auch noch so einen Gameplay-Patch installiert. Das soll ein bisschen realistischer sein. Bin ich mal gespannt. Ja. In der dritten Minute, Kutuku macht das 1:0. Ja, der gute Pascal hat mir den Spieler auch einmal vorgeschlagen. Ne? Ich glaube. Für den Schweriner Let's Play. Kutuku, irgendwie macht es bei mir Klick gerade. Jetzt macht er das 1:0. Ja, gegen Schalke, ne? Brauchen wir gar nicht darüber reden. Riedel könnte jetzt langsam abgeben. Holt für uns jetzt zumindest einen Freischuss raus und die gelbe Karte. 9. Minute. Ah! Kutuku. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der richtige war. Der Spieler ist auch gerade auch egal, glaube ich. Und Nübel fängt da sicher das Bällchen. Hat er keine Schwierigkeiten.
Bilo geht dazwischen gut so. Gibt ab am John, gibt wieder Bilo. Oboku. Ah, verliert leider den Ball. Riedel. Könnte was machen. Streit. Könnte auch mal abgeben. Mladic. Streit. Riedel. Bilo. Aber abseits. Ja, voll. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Verhöck. Bilo. Neidhart. Oboku. Hat Platz. Ja, holt's für uns. Ah! Eine gelbe Karte. Für ihn raus und ein Freistoß. Gucken wir uns nochmal an. Jawohl. Da liegt er. Ich mache aber gleich mal ein bisschen die Einstellung anders. Wir gucken den Freistoß nochmal an. Bülow könnte das 1:1 zaubern. Macht er nicht. Wir machen das mal auf 4. Boku. Das ist mal ein Hin und Her gerade. Erfolgreiche Pässe, 100% bei uns. Wow. Und Halbzeit. Ahmed Tuku mit den 1:0 in der 4. Minute. So gehen wir rein in die Kabine. Ja. So Leute, das war nicht unser Matchplan, ne? Aber macht es so, wie wir das Training einstudiert haben. Massage. Butzen kriegt eine Massage. Boku und Mladic. Den geht's weiter. Soweit geht von mir ein Lob, hat er bis jetzt gut gemacht. Den Rest motiviere ich ein bisschen durch. So. Ja, bestens. Gefällt mir. Gehen wir weiter. Der hätte das 1:1 machen können. Ui. Tor stand frei. Aber am Tor sollte es ein bisschen langsamer sein, ne? Schnelle Freistoß. Ja, Schöpf. Ja, Kolke. Keine Schwierigkeit. Riedel. Streit. Langer Pass auf Bülow. Vorhöck. Könnte normal versuchen. Er versucht es. Aber. Ja, müsste vielleicht 1-2 Meter vom Tor vorbei sein. Ja. Kein Problem für den Torhüter.
Vorhack hat er echt Schwierigkeit durch den Schalke. Ja, Verteidigung durchzukommen. Uptoku. Vorhack. Neidhart. Uptoku wieder. Nächster Versuch. Schön nach Bülow. Bülow kann das 1:1 machen und er macht das. Jawohl, in der 64. Minute. Ja, guter Junge. Kai Bülow. Perfekt. Schön gemacht. Erste Auswechslung seitens Schalke. Ich bin gerade auch am Überlegen. Ich könnte ja nochmal versuchen. Ich werde mal ein bisschen mit die links und rechten Mittelfeld ein bisschen offensiver so gehen. Nee, ich bleib das so. Ich werde bloß Riebel tauschen mit Vollmann. Und Vollmann hau ich ein bisschen weiter nach vorne. Dann sage ich mal Laufwege. Genau so. Eigentlich ist das ein Freundschaftsspiel, ne, Leute? Eigentlich ist das ein Freundschaftsspiel. Eigentlich ist das ein Freundschaftsspiel. Wenn wir alle mal immer ein- und auswechseln. So sind die Freundschaftsspiele da, dass wir die Spiele auch uns auch angucken können. So. Etliche Auswechslung von uns und Einwechslung. Standard ein bisschen verkehrt. Königs könnte abgeben, macht er auch. Butzen hat er Schwierigkeiten. Mann. Adli Khan kommt von hinten. Sonnenberg kann gerade so noch irgendwas retten. Bülow. Adli Khan. Bülow. Adli Khan wieder. Könnte so Butzen abgeben. Macht er nicht. Königs. Hat Platz. Und. Ja. Vollmann. Was machst du da? Vollmann. Das war deine Chance gewesen. In der 82. Minute. Königs. Hat Platz. Jetzt will er es gerne wissen. Putzen kommt nicht hinterher. Matando. Sonnenberg holt sich den Ball irgendwie und versucht es, aber irgendwie doch nicht. Joch. Das macht der gute Mantando, das 2:1 in der Nachspielzeit. Schade. Ich hätte da gerne 1:1 gehabt. Na gut, man kann auch nicht alles haben. Königs. Ja, Adli Khan. Jawohl. Ist das 2:2? Osman Adli Khan. Seine Assist-Tor. Sehr schön, da freue ich mich. Ja, da geht das Nummer sicherer. Geht direkt zum Tor. Und schießt ihn rein. Sehr schön. 2:2. Kann ich damit leben?
Sehr schön. Freut mich. Ja, das war unser erstes Freundschaftsspiel von 4. Spielberichte hatten wir schon, ne? Brauchen wir nicht. Match Spieler, beste Spieler war Bülow. Ja, ist auch Matchspiel, ne? Sehr schön. Gut, gut, gut. Das gefällt mir. Ja. Denn ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Auf einen, ja, ziemlich leichten Gegner. Boah, das soll. Obwohl, wir gucken Laktattesten ein bisschen an. Wir machen was ein bisschen auf Ultrafix. Oh oh. Riedel hat minus 10. Adligan hat minus 10. Weil sie sich im Training zurückhalten. Stride. Das ist ein Foul im Urlaub. Minus 5. Und Bibic hat plus 10. Urlaub tat ihm gut. Das ist gut so. Aber trotzdem haben wir Trainingspunkte verloren. Fitnesspunkte. Aber macht nichts. Alles gut. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mal eine Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge uns genau hier weiter. Ja, uns genau hier wieder. So wollte ich das sagen. So, ich bin jetzt Webi weg und tschüssi.